Du bist zufrieden offensichtlich mit dem, was dabei rausgekommen ist. Ja, nicht nur das, ich war dann wirklich so, das Ding ist, das war, ist das größte so Projekt, was ich je gemacht habe. Yeah. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zum Sam TV Unplugged, live und direkt aus dem Hamburger Museumshafen von der MS Bleichen. Ihr wusstet, dass wir heute auf dem Schiff feiern, aber was ihr nicht wusstet ist, wir legen jetzt ab. Ich sag, Schiff ahoi, wir sind da mal raus, bisschen unplugged. Willst du uns erreichen, schick uns Flaschenpost in Pfandflaschen und sag den Jungs im Maschinenraum, sie sollen... Ey, wir haben richtig Glück gehabt bei der Location-Suche, denn nachdem ich leider nicht bei deinem Unplugged dabei sein konnte, ich weiß, du kannst auch sauer sein, es war eine private Sache und ich bin aus der nicht rausgekommen und als ich den Termin gehört habe, habe ich mich zu Tode geärgert, nach dem, was ich alles im Umfeld gesehen und miterlebt habe. Aber war es mir halt wichtig, dass wir unseren Hamburger Hafen so ein bisschen zur Location machen. Also ich war auch lange jetzt nicht mehr am Hafen. Ja, ist auf jeden Fall schön, hier zu sein. Es ist ein MTV Unplugged, über das wir reden. Ja. Also ich finde, das ist, egal wie weit sich jetzt MTV entwickelt hat, finde ich halt auch immer noch eine wunderbare Art und Weise, Musik zu machen. So, was war der erste Moment, als jemand auf dich zugekommen ist und nicht gesagt hat, ey, mach mal das, sondern ey, mach mal ein Unplugged? Wie fast alles in meinem Leben war das ein sehr proaktiver Approach. Also ich habe einfach irgendwann gesagt, ich will ein MTV Unplugged machen. Und wenn der Boss das sagt, dann passiert das dann auch. Dann wird das in die Wege geleitet, meinst ja, du? Dann ja, kriegt man zumindest mal ein Meeting, also zumindest den Status habe ich. Ich habe nicht gerade den kommerziellen Status, dass die mich, weißt du, das ist, glaube ich, deren erste Idee einfach so gewesen wäre. Aber ab dem Moment, wo ich auf die zugegangen bin und es vorgeschlagen habe, war es total, also haben alles total gesehen. Vom Label bis hin zu MTV. Alle wissen, dass ich eine mega Life-History habe, eine mega... ein riesen Repertoire an Features und Collabos. Ist nicht viel zu spät, weil eigentlich, also wer sich ein bisschen mit dir beschäftigt hat, der wird das auch schon vor 10 Jahren gewusst. Haben viele auch gesagt, so in den Kommentaren, so von dem ersten Moment an, wo ich so einen kleinen Teaser gepostet habe, dass ein MTV Unplugged kommt. Und jetzt auch, wenn wir die Videos gepostet haben, sind schon auch Leute so, endlich wurde Zeit und so. Aber ich finde es genau richtig, dass es jetzt ist, so, weil ich jetzt erst die Erfahrung habe, und auch das Repertoire, so, dass, so ein krasses Werk irgendwie da hinzustellen. Weißt du, wir haben 40 Lieder gespielt von 1998 bis 2018. Und da sind auch diese ganzen Facetten, also die Auswahl war das Schwerste für mich bei dem ganzen Projekt sozusagen, irgendwie aus meiner ganzen History, mich auf so einen Kern von Songs zu fokussieren. Hast du denn aber, als du die History, also ich meine, oder die kennst du ja auch von MTV Unplugged, so, hast du das alles so ein bisschen beobachtet und betrachtet, wie das sei es national, ich glaube die Fantas, Max, Sido und ich glaube Crow haben das gemacht, aber auch international immer beobachtet, wie Unplugged gemacht wurden? Also ich habe einfach so ein paar von meinen Favorite-Alben sind auch Unplugged-Alben, wie das Jay-Z Unplugged, das Lauryn Hill Unplugged und aufgewachsen bin ich natürlich auch damals noch so MTV in meiner Jugend. Ich hatte nie Privatfernsehen zu Hause, aber wenn ich dann mal bei Freunden MTV gucken durfte, dann habe ich so das Eric Clapton Unplugged gesehen, weißt du, so Tears in Heaven, das Nirvana Unplugged, ja, und solche, genau, Sachen. Also die Marke an sich hat mich, glaube ich, seit sehr früher Jugend begleitet und dann war eben das Ding, dass hier in Deutschland eigentlich MTV ja, weißt du, in den letzten 5 Jahren oder vielleicht schon ein bisschen früher so sehr weggefadet ist. Und das Einzige, was von der Marke überhaupt präsent geblieben ist, ist das Ding. Und das haben die in Deutschland wirklich gut kultiviert. Wenn du jetzt in anderen Ländern guckst, wie viel nationale Unplugged da jedes Jahr rauskommen, das ist nicht annähernd so viel wie in Deutschland. Das ist wirklich was MTV Deutschland irgendwie einfach richtig gemacht hat. So. Mhm. Und diese eine Marke am Leben erhalten hat und mit Inhalt gefüllt hat. Ich finde es ja auch, was so den, also MTV heißt Musikfernsehen, das heißt, es geht um Musik, es geht um den Anspruch an die ganze Geschichte und da ist es halt auch zweifelsohne, finde ich, die größte Herausforderung, der man sich stellen kann, habe ich zumindest so als naiver Laie in der ersten Sekunde so ein bisschen das Gefühl. Denn es ist ja schon seine eigene Kunst auch noch wieder in ein anderes, gerade vor allen Dingen bei Rap, so noch ein anderes Licht zu bringen. Ja, also es ist auf jeden Fall eine Challenge. Man darf eben keine elektrischen Geräte benutzen. Das heißt, keine Synthesizer, keine Plattenspieler. Haben wir trotzdem alles gemacht, natürlich. DJ Matt, ich habe dann die Beginner eingeladen, so kurze Side-Story.
von einem Gast, der sich einfach aufgezwängt hat, DJ Matt. Einfach so, wir haben Beginner angefragt für Füchse. Izzy und Daniel sind dann für mich sozusagen Beginner, wenn ich mit einer Liveband spiele. Und dann Matt wirklich so, ja, aber was ist mit mir? Wir so, ey, das ist ein Unplugged. Ja, aber ihr habt da bestimmt irgendwelche anderen Sachen auch, wo irgendein Kabel drin steckt. Und wir so, okay, fehlen mir die Argumente. Dann habe ich ihm gesagt, bring doch ein Grammophon mit. Check doch, ob du auf dem Grammophon scratchen kannst. Das wäre einfach ein derber Style. Und das war ihm aber dann zu crazy. Hat er sich so einen kleinen Vestax oder Numark Portable Plattenspieler besorgt. Und das war dann auch das Aufwendigste. Da standen dann auf einmal alle Techniker. So bei dem Ding war es so, wir hatten so einen Techniker für die Drums, einen Techniker für die Keys, einen Techniker für alle Saiteninstrumente und so. Und dann alle Techniker standen dann auf einmal um diesen Mini-Plattenspieler rum, um es hinzukriegen, dass er mit der Mini-Klinke, weißt du, so da irgendwie ein Signal ankommt, was nicht so krass rauscht und so. Da war dann auf einmal komplett die Hölle los. Ey, das sind ja dann auch alles, was er eben von der Seite an, große Herausforderungen. Zum Glück gibt es genug Erfahrungswerte. Ich meine, du selber warst bei Max, glaube ich, auch bei seinem Unplugged mit dabei, ne? Hast du dir da schon was abgucken können? Ja, ich fand, Max hatte so richtig Königsdisziplin, so wie er das gemacht hat mit seinem Album in dem Jahr, denn danach dieses Unplugged. Und also ich habe auch zu ihm gesagt, so, dass es auf jeden Fall auch so meine Messlatte war, im Sinne von, er hat, finde ich, das perfekte Unplugged für sich gemacht, weißt du? Für die Art von Rapper und Künstler und Musiker, die er ist. Und ich habe auf jeden Fall schon mir sehr viel Inspiration davon geholt. So. Also gerade aus dem Moment, dieses Dasein und einfach merken so, wow, ich will einfach auch mal, dass es so einen Tag gibt, wo, weißt du, ich so mit so vielen Musikern und so viele Gäste. Und das war auf jeden Fall eine Inspiration. Ja. Das Jay-Z Unplugged ist ja für Hip-Hop schon sowas wie der Heilige Gral, was diese Art von Musik angeht, ne? Oder? Ja, meinst du besser auf jeden Fall. Ist echt so. Ja? Nein, also, nee, er hat einfach sich ja auch sehr krass, also er hatte ja damals ja auch schon mindestens 7, 8 Alben und unglaublich viele Hits und hat sehr viel komprimierter gemacht als ich auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, das Unplugged hat so 15 Songs und mehr gibt's auch nicht. Wir haben ihm insgesamt 40 aufgenommen und noch Bonus-Sachen, die nicht im Set stattgefunden haben. Und jetzt auf der Haupt DVD und auf dem Haupttonträger sind 33 erstmal. Und dann kommen noch, ja, also es ist echt viel, so dementsprechend. So, ich glaube, bei ihm, so seins ist eben, was ich daran mochte und immer noch mag und was auch so meine Inspiration, die ich mir daraus gezogen habe, war so, es fühlt sich eben an wie ein richtiges Konzert. So, weißt du, du hörst auch Fehler und du merkst, so, es ist nicht so krass im Nachhinein tot überproduziert. So, bei ein paar Sachen lässt es sich nicht vermeiden, Streicher zum Beispiel, das ist so ein Element, fast bei jedem Unplugged sind die Streicher im Nachhinein nochmal aufgenommen, so, weil es einfach so viel Lärm im Raum ist und dann diese kleinen filigranen Instrumenten mit diesem kleinen filigranen Mikrofon einfach auch jeden Sound dann aufnehmen. Und das mussten wir auch machen. Aber das ist eben auch das Einzige. Sonst ist es einfach wirklich das, was in diesen 3 Tagen passiert ist und das dann eben zusammengeschnitten. Lass uns mal an den Punkt gehen, wo du deinen Termin bei MTV bekommen hast und die mit offenen Ohren zugehört haben, dass du gerne sowas machen möchtest. Wenn man sich dann geeinigt hat, wie gehst du ran oder wie bist du rangegangen? Naja, also erstmal muss man wissen, so, was glaube ich die meisten Leute auch nicht checken, dass so ein Unplugged nicht von MTV finanziert wird. Das heißt, selbst wenn du das hinkriegst als Künstler, dass MTV, weißt du, in dem Meeting gesagt hat, ja, voll geil, lass es machen, musst du entweder selber unglaublich viel Geld haben oder irgendein Label haben und das dann überzeugen. Und da hatte ich auch, also bei Universal haben sich auch noch so sehr viele Sachen im letzten Jahr geändert, so vom Personal und so. Und in der ersten Instanz, weil so ein Ding echt teuer ist, bin ich da auch nicht auf so offene Ohren gestoßen und dann aber einfach auch dran geblieben. So. Also habe gesagt, nee, ich will das machen so, und ich sehe mich selber als so ein Künstler, der diesen Status einfach hat, seinen Willen durchsetzen zu können. So. Und ja, und dann in der Chefetage ist es dann auf Anklang gefunden und dann ist ja alles gut. So. Wenn Tom Bohne sagt, it's a go, dann it's a go. Du hast dich über die letzten Jahre ja schon auch als jemand entwickelt, dem die Kunst so wichtig ist, dass es wirklich ums Musikmachen geht. Und dann wächst der Anspruch an einen selber. Du hast selber in den letzten Jahren noch immer davon gesprochen, wie du dich musikalisch überall weiterentwickelt hast und auch immer neue Felder betreten hast. Und dann machst du ein Unplugged. Und dann, ich meine, wenn wir jetzt schon hören, was mal rausgekommen ist, dann kann ich mir ja vorstellen, wie groß dieses Paket am Anfang sich angefühlt haben muss. Ja, so witzigerweise ist denn die Liste, die an Songs
Also ich habe mich schon ein bisschen davor gedrückt und irgendwann wurde es dann immer enger. Also ich habe erstmal so mir mein Team zusammengestellt sozusagen und gesagt, so, okay, das sind so die Hauptpersonen, mit denen ich das planen will. Dann müssen wir uns die Musiker zusammensuchen hin und her. Und irgendwann kam schon so, ey, du musst jetzt echt mal diese Woche eine Liste schicken. Und so. Dann habe ich mich einen Abend hingesetzt und ich höre mir so ungern eigentlich meine alten Sachen an. Und habe dann aber wirklich einfach im Internet, weil ich das ja auch, ich habe zwar alles irgendwo, ne, aber ich hätte jetzt keinen Bock, mir einen Plattenspieler und einen CD-Player und ein Tape-Deck aufzubauen. Und habe dann einfach wirklich so mich gegoogelt, so auf dumm, ne, und habe dann irgendwie in Streaming-Services und so meine Musik angehört. Es muss ein ganz geiles Bild gewesen sein, ehrlich, wie du da am eigenen Rechner sitzt und... Ja, weil sowas fühlt sich dann für mich wie Arbeit an, weißt du? Also kannst du mir sagen, so, ich muss morgen 100 Bar Track abgeben und den Beat dazu noch selber machen und einrappen und ready sein, das vor der Kamera zu lip-sinken und dann ist so, ja cool, geil, das ist eine gute Aufgabe für einen Abend, aber so mir selber 100 oder 200 von meinen Songs anzuhören, das ist dann so, oh. Naja, und da habe ich mich eben ewig davor gedrückt, das irgendwann gemacht und dann ist aber diese Liste so entstanden und die ist witzigerweise bis auf so ein paar Aufnahmen nicht nur die Liste von Songs, sondern auch die Reihenfolge. Also ich habe dann auch wirklich, obwohl ich nicht chronologisch gehört habe, so ich habe irgendwie so echt so querbeet immer irgendwelche Alben und Mixtapes angeklickt und dann eh schon gesehen, welche Tracks ich auf keinen Fall hören will. Dann so bei manchen Tracks so, hä, was ist das nochmal? Und dann so, geil. Aber also, was wolltest du auf keinen Fall hören? Ich finde viel von meinen Mixtape-Sachen, die sich nie in meine Live-History so eingebaut haben. Also viele von diesen Tracks, weißt du, waren für mich eben echt nur für Mixtapes und sind einfach nie in mein Live-Programm so. Das Live-Programm ist da schon die prägenden. Also aber auch nicht nur. Also das war dann eben interessant. Also schon so ein ganz großer Stamm natürlich von den Songs waren auch die, die ich jetzt jedes Mal bei so Festivals und so, so diese, weißt du, Evergreens sozusagen, auf die man nicht verzichten kann. Und dann war mir aber auch wichtig, so manche Sachen wieder zurückzuholen, die irgendwann mal vielleicht, weißt du, ein geiler Live-Song waren und die dann in Vergessenheit geraten sind. Oder auch teilweise Songs, die ich noch nie live gespielt habe vom ersten Dynamite Deluxe Album Lots of Sign mit Patrice und für so ein paar Songs habe ich dann eben auch komplett ganz neue Produktion gemacht. Manche Songs haben wir so basierend auf den Originalen umgesetzt und... Ey, das ist schon ein ganz schöner Hausnummer, wenn du 40 Songs zusammenstellst. Alleine dieses Zusammenstellen von den Songs, so wie du es beschreibst, ist dann ja aus dem Flow heraus entstanden. Aber man hat ja schnell auch einen Anspruch an das, was man da machen will, ne? Und dann ist ja die erste Frage. Also deshalb, wir haben eben alles vorproduziert und ich habe auch alles eingerappt. Und, so. Und deshalb auch sage ich auch so, ich bin froh, dass es jetzt passiert, weil ich jetzt eben so in den letzten 2-3 Jahren so richtig diesen, mein Alltag ist so, klar, ich bin Rapper für die Leute, wenn ich da rausgehe und ich rap und schreibe auch viel, aber ich bin eigentlich so im Alltag, nehme ich mich mehr so als so ein Produzent mittlerweile war, weil ich habe einfach mein Studio da, jeden Tag sind irgendwelche anderen Leute da und ich sitze einfach viel an meinem Computer und mache, weißt du, so Produzenten- und Engineer-Arbeit. So. Und dieser Faktor war für mich voll wichtig, also so hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben, weil du musst dir vorstellen, sonst bist du als Rapper einfach, du hast ja nichts zu tun sonst, weißt du, du hast dann deine Texte so und dann, wenn du nicht dich wirklich mit Produktion befasst und mit Live-Musikern und mit der Sprache dieser einzelnen Gewerke, dann kannst du eigentlich so ein Unplugged nicht machen, so dass es wirklich deins ist. Du kannst dir natürlich die, weißt du, mit Geld irgendwelche krassen Leute kaufen, die dann super Musical Director sind und so, aber so mir war es wirklich eben wichtig, so dass es einfach alles so komplett ich ist und die Texturen und weißt du, dass es wirklich so sich anfühlt, wie ich Live-Musik hören will. So. Hast du dann aber auch da eigene Grenzen kennengelernt? Was für Grenzen so? Ja, also in der Umsetzung, so wenn du sagst, es soll sich wie deins anfühlen und man muss musikalisch schon einen weiteren Horizont haben? Nee, mittlerweile eben nicht, weil ich eben auch gemerkt habe, so also gerade wenn man aus so einer Subkultur kommt und dann so immer mehr mit so Hochkulturen konfrontiert wird, am Anfang ist man mega ehrfürchtig, weißt du, wenn man so Strings und so Leute, die haben jahrelang studiert, nur um da die Töne richtig zu treffen auf diesem Ding und so. Und je mehr du dann mit denen arbeitest, desto mehr merkst du, ja, aber gut, ich habe ja auch jahrelang studiert, weißt du, ich war nicht an irgendeiner Uni, so, aber das, was ich als Produzent in eine Produktion mit reinbringe, ist ja nicht weniger wert als irgendjemand, der Noten vom Blatt abliest oder weißt du, der eine geile Bassline spielt. So. Und ich habe gemerkt, so, ich weiß mittlerweile sehr gut, wie ich mit so das, was ich will, aus Leuten rausholen kann. Und deshalb
war dieser Prozess eben echt cool. Also Hazy, der in meiner Band auch der Bassist und Musical Director ist, der hat so den Löwenteil produziert. Dann Derek von Krog, der eigentlich der Musical Director von Nena ist, mit dem ich so seit den letzten 3-4 Alben immer, der hat meine letzten Alben alle gemischt und viel auch mitproduziert. Der hat Keys gespielt und hat auch so drei, vier, fünf Nummern vorproduziert. Dann habe ich mit Bazazian 3 Nummern vorproduziert. Das waren so genau die, wo ich einfach richtig neue Beats machen wollte, wo ich dachte so, ich will nicht an dem Original anknüpfen, sondern einfach brauche erstmal einen Remix und den setzen wir dann live auf Live-Instrumente um. Und Matteo Caprioli hat noch das Adriano-Ding vorproduziert. Ich habe 1-2 Dinger vorproduziert und Florian Weber, mein Jazz-Pianisten-Kollege, der hat dann so sehr akustische Nummern, so wie der Song für meine Mama und so, der dann nur mit Piano und Streichern ist und so. Und da hatte ich dann so mein Team und konnte so die verschiedenen Songs mit den verschiedenen Farben und Flavors so ein bisschen aufteilen auf die Leute. Und dann ja, haben wir eben diese ganzen Sachen vorproduziert, dann habe ich es also aufgenommen, dann haben wir die Proben gemacht und dann gespielt. Ganz am Anfang ist ja der allerneueste Song, ne, der Flagge hissen Ankerlichten, der jetzt auch der erste war, der rauskam mit dem Boot-Thema. Und dann kommt so ein Intro-Medley, wo es auch schon springt. Das fängt an mit Der Guteste vom Verdammt nochmal Album 2004, dann geht es in Dreist von 2000, dann geht es in Ladies and Gentlemen und Pures Gift. Und weißt, also ich habe erstmal sozusagen diese Liste gemacht und dachte, es wäre nur eine Liste. Und dann aber im Nachhinein gesehen, so, okay, das ist schon eigentlich die Reihenfolge auch. So. Und dann hier und da natürlich, also sind auch noch ein paar rausgeflogen und ein paar mit reingekommen und so. Aber so echt mindestens von diesen 40, 50 Dingern, die da standen, so ich glaube 80% sind irgendwie so geblieben, auch in der Reihenfolge. Aber ist es dann einfach nur ein Flow, der quasi sich entwickelt hat, oder wolltest du irgendwann auch anfangen, eine Geschichte zu erzählen? Nee, irgendwie hat sich die Geschichte so für mich dann so erzählt, weißt du? Nicht so ganz konkret, aber schon mit manchen Songs, die so ineinander übergehen, und dann haben wir auch krasse Übergänge zwischen manchen Songs gebaut und irgendwie hat es dann einfach schon so gepasst. Also war so ein guter Abend, um eine Liste zu schreiben. Wenn man so da sitzt und dann mal 20 Jahre Karriere durchgeht, dann, also sagen wir so, wenn andere Leute das machen würden, dann werden die bestimmt schnell nostalgisch und fangen an, in Erinnerung zu schwelgen. Passiert dir das auch? Also ich musste schon schmunzeln einfach oft, weißt du, weil ich dann so genauso, ich habe jetzt so ein krasses Studio mit so einer krassen Anlage, weißt du, und damals, ich weiß noch genauso, wo viele von diesen Hamburgs Finest Deluxe Records Mixtapes, habe ich da in der Bernstorffstraße in meiner Etage, weißt du, das war einfach so ein ganz normaler alter Büroraum und irgendwie mit wacken Boxen drin und so. Und die, also das ist soundmäßig, ist das so schlimm, was ich teilweise auf diesen Mixtapes gemacht habe. Also das war eben so ein krasses Erwachen, so Sachen zu hören von 2000, Dynamite Deluxe Album klingt krass, Sammy Deluxe Album klingt krass, Verdammt nochmal klingt auch noch krass. Dann kommen so Mixtapes, die klingen einfach so wack, aber das sollte ja auch so ein bisschen so sein. Ne? Also damals so ein Dipset-Mixtape klang auch scheiße im Gegensatz zum Cameron-Album. Aber irgendwie, also ich musste echt schon oft den Kopf schütteln, dass ich so einfach so Sachen, weißt du, also so gefühlt habe und irgendwie so durchgewunken habe und dachte so, das ist jetzt geil, das rauszubringen. So. Soll dann das Unplugged aber auch so ein bisschen deine Lebensgeschichte erzählen? Also ich glaube, was es echt am Ende gemacht hat, so, weil ich bin eben schon so mehr so ein Bauchgefühl-Typ als jetzt so ein sehr durchkalkulierter. Ja. Und es hat, also das, was ich da mir ausgesucht habe und das, was ich dann am Ende auch performt habe, das ist, hat für mich so komplett eigentlich mich auf meine Essenz reduziert. So, weißt du? Also da, wenn du diese Bandbreite von Songs dir anguckst, dann finde ich, ist das schon so ein Best-of einfach. Weißt du? Also es gibt schon auch andere Songs, die du unter irgendwelchen Kriterien vermissen könntest oder so, aber ich finde, das ist wirklich, ich habe es sehr krass gefühlt auf einmal, so was es ist, worin ich gut bin. Und du bist zufrieden offensichtlich mit dem, was dabei rausgekommen ist. Ja, nicht nur das, ich war dann wirklich so, das Ding ist, ist das größte so Projekt, was ich je gemacht habe. Und dann haben wir eben diese 3 Konzerte gespielt. Denn an dem 3. Konzert an dem Abend ist ja noch DJ Scratch, haben wir genau hier in der Straße, ne, gegenüber im Club da. Hat eine krasse Afterparty gemacht, da waren vielleicht so 100 Leute oder so, also so 20 Gäste, die bezahlt haben und eben unsere 100 Leute oder so. Und haben die krasseste Party da bis 6 Uhr morgens gemacht und ich gehe ja sonst nie mehr auf Party, weil ich es einfach langweilig finde, aber DJ Scratch hat so krass aufgelegt, also wo sich so Turntablism
richtig mixt mit Party-Durchdreh-Ding. Und die Tanzfläche war eben voll. Also die Leute, die bezahlt hatten, die 20, die dann auch so Deutschrap-Fans waren, konnten auf jeden Fall ihr Glück nicht glauben. Es war einfach so, okay, Sammy, Megalo, Max, Icy, Nena. Weißt du, so alle waren einfach so, weißt du, Trip, Cheffy. Ey, da gehst du dann aber auch schon so ein bisschen in die Gästeliste mit rein, denn die, schon, das ist schon sehr erhaben gewesen, was da so alles im Backstage los gewesen ist. Ich erinnere mich an besagtes Wochenende, an dem ich, wie gesagt, leider nicht konnte aus privaten Gründen und ich dann aber immer fleißig Fotos geschickt bekommen habe und mein Herz in jeder Sekunde aufs Neue ein bisschen gebrochen und geweint hat, weil ich mir gedacht habe, krass, da stehen so viele Legenden zueinander. Ich meine, am Ende war es dir doch wahrscheinlich klar, dass wenn du sowas machst und wenn du deine Gästeliste zusammenstellst, A, dass sie kommen und B, dass dann auch wahrscheinlich dieser Vibe entsteht, der sich dann hier in dieser Party so erfüllt hat, oder? Also klar, so ist mir sozusagen, dass ich immer genug über die Jahrzehnte für Leute gemacht habe, weißt du, Features für die und weißt du, zu Videodrehs kommen und live irgendwo auftreten mit denen und denen Shoutout geben und was weiß ich. Deshalb, da weiß ich schon, dass ich auch viele Favors sozusagen zurückrufen kann. Aber die Leute haben trotzdem alle Zeitpläne, weißt du? Also am Ende so haben wir diese Liste gemacht und hätte auch schon sein können, dass irgendwas einfach nicht klappt. Ne? So, und es hat aber echt alles geklappt. Also Dendemann hat nicht geklappt, das war das Einzige. Aber der war auch nicht richtig für die Show geplant, sondern für was, was ich Offset mit ihm machen wollte. Und das war das Einzige, weil der war krank, aber... Ja, aber dann erzähl mir mal ein bisschen das Zusammenstellen der Playlist. Das hängt natürlich dann mit der Tracklist zusammen, logischerweise. Du guckst dir das an, brauchst Features. Aber wen wolltest du alles dabei haben und warum? Nee, man braucht gar keine Features. Also so ist es eher, wenn ich so ein Pop-Act wäre, weißt du, wenn ich so jetzt... und dann das Label für mich sagt so... Also so habe ich es in den letzten Jahren so erlebt bei vielen Pop-Acts, weißt du? Ja. Dann kriege ich auf einmal einen Anruf, weißt du, ob ich beim Revolverheld unplugged irgendwie mit rappen will und sage, nee, warum denn? So, weißt, wir haben noch nie einen Song zusammen gemacht. Und dann rap ich natürlich auch nicht bei eurem unplugged mit. Nee, also deshalb, ja, ich muss eben nichts fabrizieren, ne? Weißt du? Ja. Deshalb, im Hip-Hop ist es so eh quasi unumgänglich und gerade bei meiner History, was klar war, ist auf jeden Fall Afrop und Beginner und Max und die waren mir relativ klar, aber sowas wie Malaria ist dann schon wieder mehr so ein Fragezeichen, weil so Stiebers nicht mehr aktive, ne, Profimusiker sind oder so. Und wenn die Bock drauf haben dann, und hatten sie zum Glück, dann sind die eben dabei. Aber auf sowas kann man sich nicht wirklich verlassen. Und Torch ist auch immer, also irgendwie gibt es so Leute, wo man kennt die gut und trotzdem kann es irgendwie immer sein, dass sie, weißt du, so wie bei meiner ersten Yo Sam TV Raps Folge wollte ich auch doch Torch als Gast haben und dann, weißt du, auch so eine galante Absage bekommen. Und so, aber MTV Unplugged sorgt dann dafür, dass sie dann doch alle kommen mit einer schönen Location mitten im Hafen. Denn ich muss, da komme ich ein bisschen wieder auf die Bilder und auch das, was so hier und da ein bisschen veröffentlicht wurde auf Netzwerken. Das ist ja fast auch generationsübergreifend gewesen, was da stattgefunden hat. Also da hat sich ja eine, auch junge Hamburger Nachwuchskünstler quasi mit Legenden getroffen. Du hast ja auch schon ganz schön viele Leute, glaube ich, verbinden können. So, hast du diesen Vibe auch gespürt, als du vor Ort warst? Ja, voll. Also vor allem war mir von Anfang an bei der ganzen Planung des Projektes, habe ich immer zu allen in meinem Team gesagt, so, okay, es geht um drei Sachen. Es geht um Bild, es geht um Ton und es geht darum, dass es eine coole Veranstaltung wird. So, ich will, dass diese drei Säulen genauso wichtig sind, weißt du? Dass das nicht jetzt so, Hauptsache das Bild ist gut, aber scheiß drauf, ob es gut klingt, oder Hauptsache der Ton ist gut, aber scheiß drauf, ob es gut aussieht. Und so, nein, es muss alles cool sein, es muss gut aussehen, gut klingen und alle Leute, die da sind, müssen sich wohlfühlen, weil ich in den letzten Jahren auch bei vielen so Produktionen war, wo einfach immer nur ans Endprodukt gedacht wird. Und ich finde so, der Moment, wo das Produkt entsteht, ist das, was vom Vibe her natürlich das Endprodukt definiert. Und deshalb, also war mir sehr wichtig einfach so, und das haben mein Team und ich einfach auch krass hingekriegt. So, die Leute haben sich so wohl gefühlt und von dem Moment, wo die in ihre Hotelzimmer kamen und krasse Goodie-Bags hatten, weißt du, mit irgendwie Sam TV Unplugged-Kram und dann die Location war geil, die Backstage-Räume waren geil, der Backstage-Raum war krass, so, es war alles super gemütlich und fühlte sich an wie zu Hause. Und die Rapper haben nach den Shows abends, wenn die noch zurückgeschuttelt wurden, ins Hotel, so habe ich nächsten Tag dann gehört, so, ey, es gab noch ein krasses Freestyle-Cypher vorm Hotel mit Max, Motrip und Martin Stieber und weiß ich so, was? Oh Gott, also, so krasse Momente einfach, weil alle wirklich in diesem Spirit waren und
ich war dann ja die ganze Zeit, ich habe jeden Abend 4 Stunden da auf der Bühne quasi gestanden. Und im Backstage hatten wir dann eine Anlage und einen Fernseher, wo dann alles lief. Und der Backstage war dann eben voll mit diesen ganzen Künstlern. Und auch was ich im Nachhinein gehört habe, was da so abging, so, da war eben auch so eine krasse Stimmung, weißt du, wie bei uns vorne so. Und die Leute haben sich gegenseitig alle krass Szenenapplaus gegeben, wenn sie wieder, weißt du, einer vom Feature-Part zurückkam. Und das war dann wirklich sehr, sehr, ja, also genau das, was es sein soll. Einfach so ein Gipfeltreffen, aber eben auf entspannt und nicht auf, weißt du, auf Stress. Was war dein Moment von der ganzen Produktion? 3 Tage aufgenommen, 3 Tage Hip-Hop Deutschland, deinen ganzen großen, erweiterten Freundeskreis in eine Stadt holen? Ich glaube, das Gesamtding. Also ich weiß, dass ich irgendwie 2 Tage vor dem, also wir haben ja Freitag, Samstag, Sonntag gedreht und irgendwie am Mittwoch sind wir, glaube ich, das aufs Schiff umgezogen. Wir hatten vorher die Proben bei mir in der Kunstwerkstatt, was auch krass war, weil das ist ja schon ein großer Ort, aber so habe ich die Kapazität auch noch nie ausgereizt mit 20 Musikern da proben und dann noch 10 Techniker und ne, mit richtig Catering da. Und da haben wir auf jeden Fall die Bude mal komplett voll gemacht. Und dann sind wir am Mittwoch umgezogen aufs Boot. Und der Tag, weil dann hing da auf einmal schon diese SamTV Unplugged Banner, das Logo ist ja auch, habe ich auch selber gemalt. Und mein Grafiker hat es dann so, ne, schick gemacht. Und das war irgendwie einfach so ein krasses Gefühl. Und dann den nächsten Tag war ich irgendwie so ein bisschen down, einfach nur, weil ich nicht so glücklich war wie am Vortag. So, weil der Vortag so eben dann alles so zusammenkam und dann haben wir unten da geprobt und ich habe gemerkt, so, es klingt geil, weißt du? Und, also, und dann, das war irgendwie so ein, und dann die 3 Tage habe ich so hardcore, also ich bin wirklich dann so ein eiskalter Profi unter Druck einfach, ne? So, also je höher der Druck ist, desto krasser performe ich einfach. Das ist echt heftig zu sehen. Also Freitag war dann so, war eigentlich Generalprobe und Publikum war so Freunde und Familie. Und war auch die längste Show, weil ich da super viel zwischendurch einfach gelabert habe und so. Und dann Samstag war dann schon so, da waren dann schon mehr Gäste da, also von den Feature-Gästen, und Sonntag waren dann alle da. Und deshalb ist jeden Tag war irgendwie eine Steigerung. So. Das war echt krass. Ja, krass. Klingt wie ein riesengroßer Flash, der dann, ja, wie du es ja auch schon beschreibst, am Ende dann auch so in einem fast perfekten Produkt am Ende endet. Jetzt sind 40 Songs eine Menge Holz und also das gesamte Projekt klingt so an sich sehr Wahnsinn. Gibt es da so aber in den Performance oder vielleicht auch in den Song-Variationen, wie sie ihr gebaut habt, irgendein Highlight für dich? Irgendwas, was du selber auch nochmal... Ja, viele, weil es echt so... Schwierig wahrscheinlich. Ja, das ist wirklich. Also ja. Ist ja bei jedem Album immer so, ne, was ist dein Lieblingssong? Du hast gerade irgendwie ein Jahr lang an 15 Songs gearbeitet. Also, aber ich jetzt dieses, also eigentlich die beiden Dinger, die raus sind, sind für mich schon sehr spezielle Momente. Flagge hissen, Ankerlichten, weil ich wollte eben einen Song schaffen, der irgendwie ein gutes Intro, der das Ding geil eröffnet. Und es ist auch eine der Vorgaben eigentlich gewesen, dass man eine Coverversion macht sozusagen. Und dann habe ich gedacht, so, wenn ich schon eine Coverversion, bevor ich irgendwie Lyrics von jemand anders singe und so, mache ich es so richtig im Hip-Hop. Flash und sag einfach, okay, covern ist eigentlich auch samplen. Ne, so. Also covern ist für mich erstmal ein pragmatisches, okay, ich muss Urheberrechte abgeben. So. Und dann kann ich lieber mir ein geiles Sample nehmen und eine geile Melodie und aus irgendeiner Melodie, die man sich sonst quasi nicht leisten könnte, irgendwie einen coolen Song machen. Und dann habe ich so einen Representer-Track eigentlich geschrieben, so auf diesen Grundbeat, den ich da so vorproduziert hatte. Und dann irgendwie nach 2,5 Strophen auf einmal so gemerkt, so, oh nee, weißt du, so, ich habe genug geile Splitter-Tracks, so, das ist nicht das, was sozusagen fehlt. Und dann habe ich irgendwie angefangen mit diesem, was jetzt der Hook ist sozusagen, so diese Geschichte aufmachen, so stell dir vor, wir legen jetzt ab und einfach so diesen Boot-Moment nutzen und eben diesen Moment, dass so viele krasse Künstler vereint auf einem so einem Boot sind und irgendwie sich einfach vorzustellen, was passiert, wenn dieses Boot jetzt ablegt. So. Und dann auf den Track bin ich auf jeden Fall sehr stolz, weil ich finde, es ist schon schwer, wenn man sich so aus 20 Jahren eh schon seine besten Tracks aussucht, viele gute Tracks rausschiebt und dann ein neuer, der sich da einfügen muss, so, das muss einfach ein Top-Song sein und das habe ich, glaube ich, echt geschafft, so, dass der den Platz da verdient hat. Stell dir vor, wir legen jetzt ab, wir durchqueren hier die Meere und wir gehen nicht an Land, bis wir eine einsame Insel in den Tropen finden, wo wir anfangen, eine eigene Nation zu gründen. Ha? Ich finde, wir fahren mit dem Boot dahin, weil ich ein Mann mit Visionen bin. Besser als sie ist es da ohnehin.
Wir haben gelernt, gegen den Strom zu schwimmen. Dies ist das Boot, was los? Zieh die Flagge am Mast hoch. Kein Gewässer ever ist tiefer als dieser Baston. Jetzt letzte Woche ist ja das mit Max rausgekommen, Zurück zu Wir. Und das ist auch einfach so eine super spontan entstandene Version, die für mich super krass funktioniert einfach. Für mich klingt dann so ein Moment wie Malaria nochmal live auf der Bühne performen zu sehen. Also da springt mein Fanherz auch total einfach. Total, genau, deshalb auch so viele Arten. Also ich habe eben so viele Momente, wo ich eben mein musikalisches Wachstum auch sehe. Weißt du, wenn ich so Superheld zum Beispiel nur auf Akustikgitarre, wo die Mädels noch mitsingen oder so. Und das habe ich irgendwie, es ist über 10 Jahre alt und damals habe ich das eben mit Autotune gesungen und klang mit Autotune noch schief. Und jetzt kann ich eben ohne Autotune singen und es klingt einfach schön, weißt du? Also deshalb, solche Momente freuen mich derbe, aber natürlich klar, sowas wie Malaria war an dem Abend, an den Abenden, das haben wir 2 oder 3 Mal, glaube ich, gespielt. Und das war auch immer mein Highlight. Also diese krasse so Monster-Energie einfach, so die. Ja, es ist ja auch die einfach so ein Posse-Track hat. Genau. Oder eben, wir haben ja auch, also ich habe ja noch einen Mimimi-Remix mit Echo, Motrip, Afrop und Chefcat. So, das war auch immer ein krasser Moment, so, weil der Beat auch so ballert und krass nach vorne geht und dann immer so jeder Rapper, also immer nach jeder Strophe neuer Rapper rauskommt und dann Manuskript, ne, wo ihr auch beim Videodreh wart vor ein paar Monaten. Das Ding fand ich auch irgendwie so, dass es geil reinpasst einfach, weißt du, dass man es irgendwie, das genau da anknüpft eigentlich bei so Malaria-artigen Tracks. So. Ja, genau diese Songs, das passiert ja ziemlich schnell, vor allen Dingen auch auf Fanseite, drücken ja auch so ein Gefühl von einer ganzen Generation aus. Und gerade bei Malaria, das ist eine Nummer. Das ist ein Nostalgiemoment einfach, ne? So, ja, wo man genau. So richtig so, sich so freut. So, ah, geil, die alten Säcke da wieder alle zusammen auf der Bühne, super. Genau, genau. Und das MTV Unplugged selber sorgt dann aber, wie du es ja schon beschrieben hast, auch für den eigenen Anspruch, den man an seine eigene Musik setzt. Dass man auch merkt, dass man, was ich gerade im Rap immer einen sehr wichtigen Faktor finde, mit der Musik auch altern kann. Also, weißt du, was ich meine? Total. Also, viele von den Songs sind eben am Ende wirklich gute Songs, habe ich gemerkt. Weißt du? Und also zum Beispiel auch Tropf hat irgendwas richtig Krasses gesagt nach dem einen Auftritt oder glaube ich mittendrin in irgendeiner Pause. Meinte er so: Hey, viele von den Songs, als die rauskamen, so, habe ich die gar nicht so gefühlt. So. Also gerade so von meiner so späteren oder mittleren Karriere, weißt du, so bei Dis, wo ich herkomme oder sowas wie Musik, um durch den Tag zu kommen oder solche Songs. So, und er meinte, das ist echt so, als wenn du hast die eigentlich für diesen Moment jetzt geschrieben, weißt du so? Die Originalversion hat bestimmt auch schon irgendwas bewirkt, so, aber der Moment jetzt, dafür hast du die Dinger geschrieben. Ja, krass. So. Und das ist auch, was ich so gemerkt habe, einfach, dass ich wirklich so viele Sachen, ich habe auch viele Sachen so in die Gegenwart gerückt, ne? Und auch so Texte teilweise ein bisschen, weißt du, Fragmente verändert und also da, wo es für mich sein musste, bei Superheld zum Beispiel, die 3. Strophe, die eigentlich sonst für meinen Sohn, weißt du, ihn so als kleinen Superheld beschreibt, dass er irgendwie Fußball spielen kann wie Ballack und weißt du so, denn das war mir ein bisschen zu unzeitgemäß und da habe ich lieber so diesen ganzen aktuellen Kontext von Black Lives Matter Gedanken und diesem, 2018 ist jetzt das erste Mal wirklich durch Black Panther ein schwarzer Superheld, weißt du, richtig offiziell Black Superhero im Kino gewesen und weißt du, da habe ich dann so eher versucht, das so inhaltlich dann in die Schiene zu rücken oder bei Adriano zum Beispiel, habe ich auch so eine neue Intro-Strophe und Megalo hat dann so eine Strophe am Ende noch, die auch neu dazukommt, die auch das so richtig schön in die Gegenwart rückt einfach. Das ist nicht nur so ein nostalgisches Statement, so, ah ja, vor 20 Jahren ist mal jemand da gestorben und das war traurig damals, sondern, weißt du, so wirklich auch nochmal den Bezug zu heute schafft. Ja, vor allen Dingen, weil gerade bei so einem Thema ist ja, finde ich, gerade dramatischer denn je ist, dass man von bestimmten Dingen nicht die Augen verschließen darf. Insofern ist es gut und wichtig, wenn ihr dann das auch nochmal mit ins Set reinnehmt. Warum eigentlich der Hafen? Ich meine, die Frage kann ich mir selber beantworten, aber es ist vielleicht schöner, es aus deinem Mund zu hören. Nee, für mich war Hamburg einfach so wichtig. So. Und ich habe mir am Anfang so Locations angeguckt, hier so auch am Hafen und eher so Rooftop-Sachen, oder aber schon Indoor eben. Ne? Man kann ja in Hamburg sind Outdoor-Events einfach. Du planst du nicht kein planen, Outdoor-Event, weißt du, wo du eine Audioaufnahme machen musst, der 500.000 kostet in Hamburg. So, das ist einfach kompletter Blödsinn. So, deshalb mussten wir irgendwo drin sein. Und da habe ich mir so komische Event-Locations, weißt du, wo man eben so Panorama-Blick hat und so. Aber das sind dann immer schöne Ausblicke. Aber so der Vibe in diesen Räumen war nie richtig cool. Und ich hatte dann irgendwie dieses Schiff gefunden beim Googlen. Und dann auch meinen Jungs von Pauls Boutique, von der Firma, die das bildlich alles umgesetzt haben, mit denen ich ja auch schon seit Jahrzehnten jetzt arbeite,
denen das immer gesagt. Und dann meinte einer von denen, ja, nee, aber unser Homie, der Location Scout ist, der hat da schon mal ein Event gemacht. Der meinte, man, das ist total klein da und dies und jenes. Also schon ausgeredet, bevor wir es angeguckt haben. Und dann an irgendeinem Tag haben wir uns auch wieder irgendwelche unnötigen Locations dann im Freihafen angeguckt, so große Industriehallen und so. Komplett ohne Seele. Und dann meinte ich so, hey Jungs, lass uns doch bitte jetzt einmal auf dieses Schiff gehen. Weißt du, das ist eine halbe Stunde so. Und dann sind wir da hingegangen und sobald wir drin waren, alle so, wow, okay, krass. Und ich so, ja, told you. Und jetzt, ja, und dann haben wir das eben gemacht da. Wann hast du angefangen mit dem Ganzen? Das heißt, Planung? Ja. Ich glaube, so das erste Meeting mit MTV war so Frühjahr letzten Jahres. So oder so. Also irgendwas zwischen März und Mai 2017. Und dann eben so durch mehrere Instanzen da beim Label. Und eigentlich waren wir aktiv am Plan, so was die Musik angeht. Und die Zusammenstellung des Ganzen, glaube ich, so ab Dezember oder. Also ja, da war dann schon so. Da hatten wir so ein paar Sachen uns schon zurechtgelegt und waren dann so, okay, cool, jetzt, da war ich dann auch noch mal einen Monat in den Staaten und war dann so, okay, danach geht's los. Und dann, als ich dann aber zurückkam aus den Staaten, war es dann so, okay, jetzt sind es nur 2,5 Monate bis zu dem Event. Und da war dann auch wirklich sehr, die 2,5 Monate waren so gefühlt schon ja, zeitfüllend, denn das Unplugged-Pensum, so. Also da habe ich nicht viel anderes in den 2 Monaten dann machen können. Ist denn das alles so geworden, wie du es dir vorgestellt hast, oder gibt es irgendwas, was du heute mit der Erfahrung, mit dem Blick auf ein Jahr Planung, Gespräche eventuell anders machen würdest? Ja, aber nur so ganz kleine technische Details. Wir haben uns zum Glück auch, habe ich auch so das Privileg, dass ich so viele Leute so gut kenne, so da, die das schon gemacht haben, weißt du, dass wir uns von Max und Götz konnten wir uns richtig coole Inputs holen, so was so. So Sollbruchstellen, weißt du, so. Einfach so, pass auf, weil das und das könnte passieren, dann und dann und denk daran und so. Und bei Benny, also bei Zazian, hatten wir auch vom Gentleman Unplugged noch viele Infos gegeben, so auch was mit der Nachbearbeitung der Files. Und das ist eben so viel technischer Kram, ne? Es sind so viele Gewerke, die ineinander greifen, wenn das gleichzeitig Film, Ton und noch ein Event ist, ne? Und du so viele Gäste da hast. Und also eigentlich finde ich, denn die paar Sachen, wo man sich jetzt drüber beschweren könnte, sind für mich auf jeden Fall dann nicht in einem Interview erwähnenswert, weil es eben so unglaublich überschattet ist von so vielen schönen Momenten, guten Vibes und krasser Musik einfach. Klingt auch am Ende nach einer unheimlich runden und harmonischen Sache, die es für mich immer schmerzhafter macht, dass ich an diesem Wochenende nicht in Hamburg sein konnte. Ja, das also stell bloß keine Fragen mehr, es wird immer schlimmer. Ja, genau, ich merke schon, dass das ein bisschen schmerzhaft ist. Das heißt aber, dass Yo SamTV Raps entstanden ist, als du schon wusstest, dass es ein MTV Unplugged gibt. Ja, ja, genau. Deshalb habe ich mich, glaube ich, auch nur getraut, das so zu nennen, weil ich wusste, MTV kann mich nicht in einem Jahr verklagen und vor Gericht ziehen, wo die gleichzeitig mich als, weißt du, mitgrößten Aufhänger ihres Programms haben. Ja, aber ich denke, also ich bin auch noch nicht ganz sicher. Wir hatten ja so 4 Folgen gemacht, das war genau die erste Staffel und es soll auf jeden Fall auch weitergehen, aber also einmal hat MTV auf jeden Fall, glaube ich, Interesse, auch irgendwas mit mir zu machen, wo wir bestimmt mal drüber reden werden. Und wenn ich es so ohne irgendwie MTV, also einfach selber weitermache, dann muss ich es, glaube ich, anders nennen. Das ist schon ein bisschen sehr dreist eigentlich. Also ich glaube, man sollte sein Glück nicht überstrapazieren. So. Und nach 4 Folgen, weißt du, und am Ende ist, glaube ich, mein Name eh der mehr zieht als jetzt, weißt du, der MTV Raps Name. Außerdem gibt es da ja offensichtlich auch Pläne, mit dem Original etwas zu machen. Genau, das ist eben auch. Das wusste ich wiederum nicht, als ich es gemacht habe. Aber umso lustiger, dass sie dir offensichtlich auch nicht direkt auf den Kopf gestiegen sind in der zweiten Meetingrunde. Hier, Dings, Sam, sag mal, der Name, so muss das sein? Ja, aber ich bin auch mit so, ich bin wirklich dieser Song von 2000 mit dem Dreist, weißt du? Also ich bin schon sehr viel gechillter, als ich früher war, aber ich bin immer noch verdammt dreist auf jeden Fall. Ich habe denen das dann auch irgendwann einfach, irgendwann so, habt ihr das eigentlich mitgekriegt, was ich da online jetzt mache? Und die so, ja, müssen wir nochmal drüber reden. Ich so, ja, können wir drüber reden. Welche Erfahrungen hast du denn als Moderator einer Sendung gesammelt? Also wir reden dann jetzt hier von einer direkten Konkurrenzsituation. Ja, direkt, ja, voll. Obwohl du ja natürlich in der ersten Sendung gleich dabei warst. Ja, genau. Ich habe mir das ja gleich mal angeguckt, wie du das gemacht hast. Aber jetzt erzähl mir aus deiner Sicht mal 4 Folgen Erfahrungswerte. Wie war es für dich? Das ist schon,
ist schon anstrengend auf jeden Fall. Also vor allem, glaube ich, weil im Gegensatz, glaube ich, noch zu dem Format, wie du es meistens machst, ne? Das sind ja irgendwie dann doch so sehr alltägige Situationen hier. Also, ne? Also denke ich, je nachdem, wenn wir uns treffen, wirkt es eh so, weil wir uns so lange kennen, ne? Als wenn das jetzt nicht mal ein Interview wäre gefühlt. Aber so der Rahmenumstand, dass es dann wirklich immer eine Show ist, die live on air ist und da Leute im Publikum sitzen, so, ich finde es schon auf jeden Fall, also sind es gefühlt so meine anstrengendsten Tage, weißt du, so im Vorfeld, weißt du, wo ich so denke, so, oh Gott, morgen wird wieder so ein Sendungstag, so, weil sonst ist so auf, okay, ich fahre morgen auf ein Festival und stehe abends um 8 Uhr auf der Bühne und da sind 20.000 Leute, das ist eben, weißt du, nichts, was sich für mich wie Arbeit anfühlt oder ich mache irgendwie von 14 Uhr bis 8 Uhr morgens im Studio was, das ist auch keine Arbeit, aber sowas ist schon Arbeit auf jeden Fall. Aufgrund meiner Erfahrung weiß ich, was für eine Herausforderung das ist, die ihr euch da immer genommen habt oder die ihr euch gestellt habt. Ich fand das gerade, weil ich ja nun bei der allerersten Folge dabei war, auch umso beeindruckender, wie rund das am Ende gelaufen ist. Wir hatten uns ja aber auch, ich glaube, im Vorfeld oder kurz danach so ein bisschen über die weiteren Folgen und die Thematiken unterhalten. Und ich fand ja schon in der ersten Folge es auch so schön, weil es so einen persönlichen Charakter gibt aus den Runden heraus. Also wenn du dann mit einem alten Weggefährten dich über die Sicht auf die Dinge unterhalten kannst, ich finde, das ist das, was das für mich geprägt hat. Ja. Du hast es ja in den nächsten Folgen auch im Prinzip so weitergehalten. So, war es wichtig, dass es Leute sind, die so aus dem Umfeld kommen, damit man eben diesen Austausch hat? Oder hattest du irgendwie zwischendurch auch mal den Anspruch, dir einen komplett wildfremden Typen mit in deine Sendung zu nehmen, mit dem du vielleicht sonst gar nicht so viele Berührungspunkte hast? Nee, ich denke, für den Anfang, weißt du, wenn man schon so auf so einen krassen Freundeskreis und Bekanntenkreis zurückgreifen kann, dann ist es schon schlau, irgendwie das erstmal klein zu starten und das kann ja noch in alle mögliche Richtungen dann wachsen. Also ich würde es auch voll interessant finden, irgendwann mal mit Politikern zu sprechen oder so. Aber irgendwie fand ich es jetzt, war es ganz, ganz homogen gewachsen. Und am Ende ist es eben auch dann doch, es ist ein Tag im Monat gewesen immer. Und dann, der aber schon natürlich immer so ein Beiprodukt war von all dem, was in den Monaten sonst irgendwie ging. Ne, so. Und manchmal habe ich mich dann auch einfach, also allein diesen einen Gast zu bekommen und wir haben ja auch keine Budgets groß, weißt du, wir können eine Anfahrt zahlen und ein Hotel und so, aber das ist schon irgendwie, das ist immer der Part, den ich ja dann selber mache, weißt du? Und das war schon irgendwie Arbeit. Haben dir denn aber deine Bühnenerfahrungen dabei geholfen, dass du die vielleicht ungewohnte Situation trotzdem auch locker meistern konntest oder warst du auch nee, ich habe ja auch aufgeregt? Schon viel moderiert, ne? Also ich habe ja auch schon eigene TV-Formate und so gehabt. Und ja, das, aber das ist halt nochmal ein bisschen was anderes, finde ich. Ja. Live von einem kleinen Publikum mit moderieren und journalistisch dann auch noch ein Gespräch führen, um dann wieder überzuleiten, also das Gesamtprodukt. Nee, ich glaube, diese Gesamtsituation ist dann doch zu sehr, obwohl es was anderes ist als Rapper sein oder so, aber es ist dann doch zu sehr das, was ich eh mache, um mich jetzt so voll aus der Bahn zu werfen. Aber ich habe schon gemerkt, dann so zum Beispiel bei der ersten Folge war ich sehr krass mit Lotte, die so Redaktion bei uns gemacht hat, so sehr akribisch so bei so einer Fragenliste und da habe ich irgendwann gemerkt, so auch im Nachhinein, so das hat mich zu sehr eingeschränkt, weißt du, also ich muss irgendwie so, brauche so ein paar Stichworte, falls mal irgendwie was fehlt, aber am Ende soll es dann doch ein organisches Gespräch sein und man muss die Möglichkeit haben, auch Sprünge machen zu können und auch mal, auch wir sind jetzt in dem Thema drin, trotzdem springen wir mal kurz dahin, einfach nur, weil es cool für die Unterhaltung ist und für den Flow des Gesprächs und dann kann man ja auch immer wieder dahin zurückgehen oder auch selbst wenn nicht, geht die Welt auch nicht unter, weißt du? Deshalb. Genau das, ich meine, so arbeite ich. Das, was ich mir hier manchmal aufschreibe, um mich mit dir zu unterhalten, ist ja auch nur dazu da. Das ist doch nur Bewerbung, du willst ja nur ein Endorsement kriegen. Damit ich keine Stichworte verliere, aber am Ende des Tages entsteht es ja eher alles aus dem Flow heraus. Aus dem Flow heraus entstehen dann aber wahrscheinlich auch, gibt es ein Collabo-Album, das jetzt kommt? Es gibt ein Collabo-Album, was nicht kommt. Aber was es gibt. Also was es gibt, ist erstmal so der Fakt, dass ich dann nach dieser, nach dem Unplugged abgedrehten Ding, da war ich kurz auf dieser Freestyle-Tour mit David P. Ja. und Roger Reckless und den Tribes of Jesus, was auch voll geil war, weil dann kam ich von dem am krassest vorher durchgeplanten Projekt hin zu einer Tour, wo nichts geplant war. Also sogar David und Reckless hatten sich so ein bisschen vorbereitet und ich kam echt in Berlin im Lido an, hatte mir nicht mal Beats ausgesucht, habe beim Soundcheck mir so ein paar Beats ausgesucht und dann haben wir eben 4 Tage lang nur gefreestylt, 2 Stunden jeden Abend zu dritt auf der Bühne, hatten noch ein paar Gäste hier und da.
lokal da und so, aber das war auf jeden Fall auch ein super geiles. Er hat geiler Flash eigentlich. Gegenpol. Und dann habe ich das Unplugged editiert, so. Dann hatte ich diese 3 Tage als MP3s und habe mir daraus sozusagen ein Konzert so geschnitten, wie ich es haben will, aus diesen MP3s. Dann bin ich nach Köln gefahren, habe mit Hazy und unserem Pro Tools Editor Matthias zusammen das Ding dann in den Einzelspuren sozusagen editiert. Und dann hatte ich auf einmal nichts mehr mit dem ganzen Ding zu tun und bin so nicht in ein Loch gefallen, weil ich jetzt das schon vermeiden kann, aber bin direkt einfach so mega produktiv gewesen, weil ich dann auch voll inspiriert war einfach von dem, was in den letzten Wochen passiert war. Also von diesem ganzen Unplugged und diesem sich auf seine Essenz zu reduzieren, hin zu 4 Tage auf Freestyle-Tour gehen und auch merken, so am 4. Tag war ich wirklich so, okay, ich, ist alles aus, so. Ich könnte wirklich komplette Shows freestylen, so, weißt du, ich bin so gut, so, weißt du, so. Aber also diese raren, kostbaren Momente, wo man von sich selbst inspiriert ist. Ich weiß nicht, ob auch andere Leute die haben oder man so eine gewisse deluxischen Größenwahn dazu braucht. Aber ich habe wirklich, war tierisch inspiriert und habe eigentlich erstmal ein komplettes neues Solo-Album gemacht, was dann wieder dieses Collabo-Projekt ein bisschen verdrängt hat. Und bin da jetzt dran und ja. Das heißt also, ich meine, das Ding ist ein Mammutprojekt, das hat ein Jahr deines Lebens mehr oder minder stark beeinflusst. Es kommt, aber man muss sich wahrscheinlich keine Sorgen machen, dass danach nicht gleich wieder die Dinge bei dir weitergehen. Ja, ich habe auf jeden Fall viele Songs und viele Ideen und das, ja, das ist einfach gut, so einen Moment zu haben, wo man so dann eh live, also gerade weil es ja live ist, weil es nicht nur so ein Best-of ist, wo man sich jetzt seine besten Songs zusammenstellt, sondern dann mit den aktuellen Skills als Vocal Performer und Produzent diese ganzen Sachen neu interpretieren kann und dann einfach hört, was man alles kann. Und dadurch sind auch dann so viele Sachen entstanden von meinen neuen Songs, die ja nur so krass, also ich habe auf jeden Fall so viele Songs, wo ich so krass rap, wie ich, weißt du, einfach, also noch nie gerappt habe oder so, also auch flowmäßig und so, ich war so mega on fire einfach wieder, weißt du, so Flow Patterns, Stimmen, Farben, andere und produktionmäßig und das ist auf jeden Fall ein krasses Level. Ist denn so ein MTV Unplugged nicht ein Moment, wo man, also du hast es mir ja eben schon beschrieben, aber nicht doch eigentlich einer, wo man auch noch zufriedener sein kann, noch gesättigter, vielleicht fast nee, man kann ja Deckel alles drauf sein, machen, so, weißt du? Kann ja alles sein, aber ich weiß eben immer nur, wie ich tick, ich weiß nicht, wie andere ticken. So. Andere Leute gibt eben auch die, die nur ins Studio gehen, wenn sie ein Album machen müssen, weißt du? Ich wohne eben im Studio, so, weißt du? Ich habe auf jeden Fall ein bisschen anderen Bezug, glaube ich, einfach zu diesem täglich Musik machen. Also es ist wirklich mein einziges Hobby, ist Malen und Graffiti. So, mich interessiert nichts sonst auf dieser ganzen Welt. So, Marvel vielleicht, so, weißt du? Dann gucke ich mir ab und zu ein paar Folgen auf Netflix von Luke Cage an oder so. Aber so, die, viele von meinen anderen Kollegen haben eben entweder irgendwelche krassen Hobbys noch, weißt du? Oder die haben irgendwie Familien, die sehr viel Zeit beanspruchen oder Frauen, die sie nicht, weißt du, aus dem Haus gehen lassen und so, das gibt's ja alles. So. Das habe ich eben alles nicht. Ich habe einfach nur viel Ideen und viel Leidenschaft und eben einen krassen Ort, um die ganzen Leidenschaften auszuleben. Und deshalb bei mir jetzt echt nur dazu geführt, dass ich einfach so nochmal von diesem sehr produktiven Level einfach nochmal auf. Weil jetzt auch schneller geht, weißt du, weil ich auch so als Produzent und in allem irgendwie routinierter bin im Aufnehmen und weißt du, die Stimmen klingen gleich besser und so, deshalb. Ist auf jeden Fall, weil ich, also ich hatte glaube ich echt so 3 Wochen nachdem das Unplugged fertig war, war ich so zu Sebastian so, ey, ich habe ein neues Album, willst du hören? So, also richtig, ich hatte das schon so zusammengeschnitten als MP3 mit den einzelnen, weißt du, MP3s von den Demo-Rough-Mixen, mir schon so eine, und das hat sich natürlich seitdem, das war jetzt vielleicht, war vor 4 Wochen, jetzt haben sich natürlich schon wieder alles Mögliche verändert, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich ein richtig krasses Albumkonzept habe und einen krassen roten Faden und weißt du, auch so ein Feeling. Sagt er dann eigentlich, sag mal, bist du verrückt oder ist er das geworden? Ja, die Leute, die schütteln so lächelnd, lachend den Kopf. Denn so. Eine Tour kommt ja auch noch. Ich glaube, das Unplugged wird ja auch noch als Tour stattfinden. Nächstes Jahr dann, ja. Das ist dann der Chance, wo ich dann mein kleines Unplugged-Gefühl vielleicht nochmal mehr... Voll, ja, das wird auf jeden Fall schick. Es wird spannend, wie du die komplette Feature-Gästeliste dann mit auf Tour bringen willst. Genau, du ja. 3 Tourbusse, ja. Um sie alle mitzuschleppen. Im August kommt es? Genau, 31. August kommt das Ding raus und bis dahin kommen noch ein paar kleine Clips. Was auf jeden Fall interessant ist, dass ich auf jeden Fall, glaube ich, mit das größte Rap-Cypher in Deutschland bisher auf die Beine gestellt habe. Ne? Also wir haben ja am Freitag vor der Show
an Bord von der MS Bleichen mit 18 Rappern Cypher gemacht. So. Krass. Und das, also die Liste ist auch noch, da sind ein paar dabei, so jetzt Mega, Trip, Echo, Cheffy, so die dann auch in der Show dabei sind, aber eben dann auch Syllable Spill, Morlock Dilemma, Suave, Kwame, Reckless und tausend, die ich jetzt gerade vergesse, ja. Damien Davis, also echt eine krasse, das war ein richtig krasses Cypher, so, wo die auch dann mit Band, also Drummer, Bassist und Horns, die einen Beat dann einfach im Loop gespielt haben für 20 Minuten und 18 Rapper, die hintereinander da ihre Verses raufballern. Krass, krass. Das Ding kommt jetzt auch in den nächsten Wochen noch raus und das ist auf jeden Fall ein krasser Hip-Hop-Moment. So. Das ist Hip-Hop, genau, Alter. Wirklich, ja, also. Ey, du machst es mir nicht einfacher, Mann. Ich werde mit dieser Schmach leben, müssen, nicht dabei gewesen zu sein. Ja, Mann. Aber kannst du ja alles im Internet angucken, ja. Heutzutage. Ja, mach ich dann. Danke dir. Danke für die Einladung. Es ist ein wunderschöner Spot hier. Wir genießen ein bisschen das Wetter. Auf jeden Fall. Ihr genießt das Unplugged, wenn es rauskommt. Tschüss. Backspin.